Hör mal, ich habe nur ganz kurze Frage, dann störe ich dich auch nicht weiter, ja? Okay. Aber du musst mir ehrlich antworten, okay? Okay. Okay, also, hör genau zu, ja? Ja. Also, wenn ich was mache und dann gehe ich dann, was mache ich dann am besten? Ja, moin Leute, herzlich willkommen beim neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Julian Entertainment. Kurz vorweg, ich muss mich entschuldigen, ich bin ein bisschen angeschnupft, ein bisschen angekratzt im Hals. Bin in halt kurz vor so einer Erkältung. Ich hoffe nicht, dass es sich durchzieht. Und ja, aber worum es halt heute geht, ich war noch mal ein bisschen auf Omegle unterwegs, beziehungsweise auf OmeTV. Viele haben es sich gewünscht und ja, ich habe mich jetzt noch mal ein paar Stunden davor gehockt und habe mir gedacht, ich guck noch mal, was ich so für euch finde. Und habe gleichzeitig für mich so ein kleines, ich habe die Leute halt so ein bisschen verarscht, indem ich denen eine Frage stelle und was Undeutliches sage. Das habt ihr, glaube ich, gerade vorher schon gesehen vor meinem Intro. Und wie das Ganze abgelaufen ist und was ich für Leute kennengelernt habe, das seht ihr jetzt. Oh Mann, ey. Was für Menschen. Was hast du denn hinten? Spider-Man? Son Goku? Pikachu? Pikachu! Ich weiß jetzt nicht, was das Coole da hinten ist. Ist Ninja Turtle? normalerweise größer. Mario? Es ist nicht Ninja Turtle. Was ist das denn? Ich sehe es nicht. Das Hä? ist Hulk. Ah, Hulk. Hulk, Boah, der ist ah. aber winzig. Ja, der ist doch so einem scheiß Spielautomaten. Yeah. Den habe ich da mal gewonnen. Hör mal, ich habe eine ganz kurze Frage, dann lade ich dich auch wieder in Ja, Ruhe. bitte. Guck mal, wenn ich jetzt. Warte. Wenn ich eine Erfahrung dahin mache, was mache ich am besten? Was ist? Redest du so? Hä? Ich habe doch eine normale Frage gestellt. Ja, komm, stellen Sie mir noch mal. Stell sie dir selber. Was ist das? Also, guck mal. Also, wenn ich da vorne rum bin, da hinten. Was mache ich am Ja, besten? Geh ich dann. genau, bitte. Wen willst du verarschen? Hä? Verarsch mich doch. Krasse Haare hast du. Danke. Mein Gott. Seid ihr draußen? Ja. Boah, ist kalt, oder? Wieso seid ihr draußen? Keine Hobbys, kein Zuhause. Kein Zuhause. Erstmal draußen auf Straße in den Videochat reingehen, ne? Ja, so Genau. ungefähr. Mein Gott, bei den heißen Typen, die hier rumlaufen, da wird einem bestimmt ganz warm. You're welcome. Aha, Ist das na, das sind nur Spaß. ist kaputt. Zigarette oder ist Okay. das Johnny? Okay. Johnny wäre super. Ja. Definitiv nein. Wie viele seid ihr da? Jugo, ich mach du. Jugo, Fünf. Fünf, scheiße. Ich habe nur ganz kurze Frage, dann lasse ich euch auch wieder in Ruhe, ja? Also guck mal. Wenn wir vorne rumgehen und rechts rumgehen, was machst du dann am schnellsten? Ganz klar. Nochmal. Hä? Muss ich nochmal sagen. Also, die anderen müssen mal ruhig sein, das versteht ihr mich nicht. Goschen! Also, guck mal. Wenn ich nach vorne rumgehe und hinten rumgehe, was mache ich am schnellsten? Vorne rum, ja. Was habe ich denn gesagt? Wenn ihr vorne rumgeht oder hinten rum, was macht ihr als nächstes? Nice. Hey, nicht schlecht! Keine Nicht schlecht! Ich wollte irgendeinen Bullshit labern und gucken, ob ihr das überhaupt versteht, weil die meisten verstehen das gar nicht. Und ich pack den ganzen Scheiß hier in mein YouTube-Video, aber Daumen hoch dafür, dass ihr mich verstanden habt. Lasst euch jetzt auch wieder in Ruhe. Ich wünsche euch noch einen entspannten Abend, ja? Okay, tschüss. 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 Moin. Moin. Alles frisch? Ja, natürlich. Und bei euch? Klar auch. Wichtige Frage an dich. Was würdest du mit 100 Euro machen? Ach du Scheiße. Ich würde mir ein neues Mikrofon kaufen. Aber der Sound ist Der gut. Sound geht klar, Digga. Ja, ich weiß, sonst würde ich keine Aufnahmen damit machen. Aber ich hätte trotzdem gerne ein Standmikro. Okay. Okay, Nächste ist schon Frage. mal gut. Was würdest du dir für 10.000 Euro kaufen? Jetzt Gegenfrage, warum habt ihr 10.000 Euro rumliegen? Ja, Bruder, wir haben keine 10.000 Euro. Ach so, Wir haben okay. 100.000 Euro. Aber warum habt ihr 100.000 Euro? Komm, Bruder, YouTube. könnt ihr das noch toppen? Leider nicht, nein, YouTube Doch, live. 100.000 10 Euro.
Also 110.000. 110.000. Aber macht Geld glücklich? Ich sage immer, Geld macht zufrieden. Sehr gute Antwort. Ne? Geld macht sicher, Geld ja. beruhigt, aber glücklich macht's nicht. Was macht dich glücklich? Wenn ich gesund bleibe, macht mich glücklich. Gesundheit ist einer der wichtigsten Dinge. Gesundheit und wenn meine Familie abgesichert ist, verstehst du? Mega nice Statement. Würdest du was spenden von 100.000 Euro? Ja. Wie viel? Also wenn ich jetzt wirklich safe 100.000 Euro bekommen würde, würde ich bestimmt 20.000 spenden. Finde ich mega geile Antwort, danke dir. Schönen Kein Abend. Problem, euch auch, ne? Ciao. Warum sieht man dich nur zur Hälfte? Keine Ahnung. Hi erstmal. Hallo. Woher kommst du? Aus Bayern? Ja, woher weißt du das? Ja, an deiner Stimme habe ich das erkannt. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich. Ich komme auch nicht aus Bayern. Ja, woher kommst du? Ich komme aus Köln. Ah, das ist aber cool. Ja. Hör mal, ich habe nur ganz kurze Frage, dann störe ich dich auch nicht weiter, ja? Okay. Aber du musst mir ehrlich antworten, okay? Okay. Okay, also, hör genau zu, ja? Ja. Also, wenn ich was mache und dann gehe ich dann, was mache ich dann am besten? Was? Soll ich nochmal sagen? Ja. Also, wenn ich nochmal rumgehe und wenn ich nach vorne gucke, was mache ich am besten? Von hinten rumgehen. Hä? Von oben. Hä? Spreche ich so undeutlich oder was? Nee, alles gut. Soll ich nochmal sagen, ja? Ja, bitte. Also, guck mal. Wenn ich nach vorne gucken gehe und dann gehe hin, was mache ich am besten? Gesundheit. Nein, nochmal, das ist nur eine Verarsche für ein YouTube-Video. Ich spreche extra so ein bisschen doof. Ich will halt gucken, wie die Leute reagieren. Und mal, ich hatte davor einen, der hat die ganze Zeit gesagt so, ja, weiß ich auch nicht, was weiß ich nicht. Ich denk so, Alter, ich sag gar nichts, was mit Sinn hat. Und der tut einfach so, als würde er mich verstehen. Ich habe so gedacht, Alter, kann doch nicht wahr sein. Und ja, Gesundheit essen. Also, so bescheuert. Ist das okay, wenn ich das in mein YouTube-Video packe? Ja, wenn du mir deinen YouTube-Namen sagst. Ich schreibe dir den. Kannst du, am Montag müsste das Video online kommen, wenn ich jetzt noch genügend Leute finde, die ich ein bisschen zum Lachen bringen kann. Ich habe schon ein paar Chat-Roulette-Videos hochgeladen, aber sowas habe ich auch noch nicht gemacht mit diesem. Hast du ein Video als Gesundheit, oder? Nee, das auch noch nicht. Ja, man kann es gerne mal reinschauen. Am Montag lade ich das Video hoch, wenn ich da noch genug Material zusammenkriege. Und sei mir nicht böse, ich schaue nochmal weiter, ja? Alles gut. Okay, viel Spaß noch. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Ja, dir auch. Tschüss. Danke, ciao. Prost, komm, trink. Prost. Ich habe dich letztens auf YouTube, glaube ich, gesehen, bei so einem YouTuber. Kann das sein? Beim Vanish TV, glaube ich. Doch, da war auch jemand mit dunklen Haaren, die war am Trinken. Ich nicht. Trinkst du jeden Tag? Nein. Oder nur jede Nacht? Also ich fand's nicht lustig und ich hab auch nicht gelacht. Spielen wir Fortnite zusammen? Ja, können wir machen. Wollt ihr mich mal adden? Ja. Aber ich bin auf dem Computer, ich bin auf dem PC. PlayStation. Ja, ihr müsst mich mal adden. Mein Name ist Jürgen und du mein Unterstrich. Ich frage dich jetzt was und du musst mir antworten, ja? Okay. Also. ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, weil ich sonst immer selber lachen muss. Ist nichts Schlimmes. Also. Mhm. Also wenn ich nach vorne rücke, wenn ich nach hinten rücke, wo gehe ich am besten mal zuerst? Hä? Hast mich nicht verstanden? Soll ich nochmal sagen? Hm? Okay, hör genau zu, ja? Muss mir aber auch die Antwort sagen, weil sonst ist scheiße. Ja? Also. Wenn ich von vorne gehe, dahin rumgehe, wer muss denn, wann muss denn zuerst? Okay, Leute.
Nein, ich verarsche dich nur. Ich habe das hier schon mit ein paar Leuten gemacht hier auf diesem Videochat. Ich habe halt gesagt, ich stelle denen eine Frage und sag irgendwas Undeutliches. Das hat doch gar keinen Sinn, was ich sage. Aber es waren mal, einmal waren welche dabei, die wussten, was ich gesagt habe. Ich war sehr erschrocken. Ich habe irgendwie gesagt, also wenn ich hinten rumgehe und dann vorne rumgehe, wohin gehe ich dann zuerst? Aber nur, dass ich. Wohin gehe ich dann zuerst, habe ich auch verstanden. Habe ich auch verstanden. Aber den Rest nicht, ne? Nee. Ja, Leute, das war's mit der kleinen Videorunde Omegel TV oder Ome TV von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt von Omegel oder Ome TV, lasst mir doch gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Ich hatte auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Leider sind natürlich auch viele fiese Männer mit, oh, sage ich immer, dabei. Checkt auch das Video, was jetzt kommenden Freitag kommt, ab. Da kommt mein erstes Beauty-Video raus, Leute. Und es wird auch bald nochmal ein Prank folgen an meinen Mitbewohner. Ich habe mir da schon einigen Shit einfallen lassen. Seid darauf gespannt. Ich habe euch jetzt nochmal eben hier mein letztes Omegle TV und hier oben das letzte Video, den letzten Prank eingeblendet. Checkt das doch mal gerne ab. Und ich bedanke mich fürs Einschalten und sage dann bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Montag. Euer Julian Entertainment. Ciao.